Weihnachten definitiv nicht nur der beste Auftritt von Beyond the Black für mich, sondern der beste Auftritt meines Lebens. Und das ist kein Geschmalze, sondern was wir da in diesem Zelt an Feedback zurückbekommen haben, das war unfassbar. Das war unfassbar. Organisierteste Festival. Also das habe ich echt bei keinem anderen Festival erlebt. Ich kann es jetzt gar nicht spezifisch sagen, dass es irgendwie was besonders toll war, so von wegen das Catering war das Beste. Es ist einfach... Das ganze Feeling ist einfach... Das ganze Feeling und es ist so eine familiäre Atmosphäre. Es gibt da keinen Rockstar-Scheiß. Jede Band hängt mit jeder anderen rum. Es wird zusammen gefeiert. Die Leute sind mega entspannt. Es gibt nie irgendwie Gewalt oder irgendwie sonst was. Ich glaube, dass viele Leute denken, so ein Festival wie Wacken-Festival, da gibt es die ganze Zeit nur irgendwie Sex und Violence. Ich glaube, das ist wesentlich gechillter als irgendwelche scheiß Elektrofestivals. Did I just say that? Es ist sehr friedlich und schön. Diese ganz alte DVD von Nightwish angeguckt. Ich sag mal so, wenn man Metal macht und man hat eine Sängerin, dann wird man natürlich ganz schnell mit Bands verglichen, die Metal-Bands ja auch eine Sängerin haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass wir besonders viele Parallelen haben. Ich bin sehr froh, dass wir unseren eigenen Sound gefunden haben. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir jetzt nicht einfach irgendwie versuchen, irgendeine Kerbe zu hauen, sondern ich glaube, dass Beyond the Black hier auf jeden Fall seinen eigenen Sound hat. Das darfst du als Frau nicht sagen. Ja, alles. Aber schon viel. Das ist ja unser Traum. Deswegen, wir wollen nichts anderes machen. Und deswegen muss man da auch ganz viel. Wir dürfen gerade unseren Traum leben. Also ich glaube, jeder hat so viele Abstriche gemacht. Und das ist aber auch egal. Also das, was wir zurückbekommen haben in diesem letzten Jahr alleine, das hat sich alles so dermaßen gelohnt. Unsere Band ist für uns gerade das, was absolut 100% Priorität ist, und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Klar, ich bin eine Frau, ich brauche meinen Freiraum irgendwo, aber
ich bin auch gerne mit. Das kann man auch wieder extremst falsch verstehen, ja? Also, naja, egal, egal. Ich sag nichts dazu. Ich bin wirklich gerne mit denen zusammen. Die sind alle so ein bisschen dumm, aber sind bitte? Das sind echt gute Jungs. Nein, ich glaube, das Wichtigste auf Tour ist, was ihr sagt, also Freiraum, man hängt sehr viel aufeinander, wirklich den ganzen Tag. Man verbringt 24 Stunden miteinander und ich glaube, bei uns läuft es relativ harmonisch ab, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringt, dass man dem anderen aber auch den Freiraum gibt, wenn er ihn dann braucht. Ja, das ist schon wichtig. Zelt war komplett voll. Wir haben danach ein Meet and Greet gehabt, das ging sehr lange und wir sind eine Band, wir gehen nach jedem Auftritt gerne unter das Volk. Wir sind nicht welche, die sich zurückziehen irgendwie und sich die Haare machen, also in meinem Fall sowieso nicht. Aber wir sind eine Band, wir wollen die Leute kennenlernen, die unsere Musik hören, weil wir sind selber Musikfans von so vielen Bands. Wir wollen nicht irgendwie so ein abstraktes Wesen sein, sondern wir wollen einfach den Leuten zeigen, dass wir ganz normale Leute sind. Und wir genau dasselbe lieben, was unsere Fans auch lieben, nämlich die Musik. Und da gibt es für uns keine Unterschiede, deswegen mischen wir uns gerne unter unsere Fans. Ich glaube, dass wir extrem viel Unterstützung von den richtigen Menschen bekommen haben. Wo du gerade Wacken sagst, ist gerade die Wacken Foundation, Holger Hübner, Thomas Jensen, vor allem Leo Lörs, mein ganz besonders Angetrauten. Wir haben die richtigen Leute getroffen, die an unsere Band, an unsere Musik geglaubt haben. Und ich glaube, das ist der einzige Schlüssel, der uns eine Chance gegeben hat, die viele andere Bands auch verdient haben. Wir wissen, dass wir nicht die super Band sind, sondern wir versuchen unser Bestes zu geben. Und ja, tschüss. aber wir haben extrem viel Glück gehabt, dass die richtigen Leute an uns geglaubt haben. Da sind wir sehr dankbar für. Ja. Lass die Hände gerade oben und ballt sie zu eurer Faust. Make it a fucking fist. Wir machen das alle zusammen. Front to back, das ganze Zelt. Wir waren Beyond the Black und unsere letzte Nummer ist Running to the Edge. Come on! Unser Fokus liegt jetzt gerade in der Vorbereitung für unsere Tour. Proben, Proben, Proben. Wir wollen den Fans das Beste von uns geben. Wir werden uns ins Zeug hängen, dass die Leute nicht enttäuscht sein werden. Wir arbeiten an unserem neuen Album. Genau. Und im Prinzip Vollgas Beyond the Black. Wir werden hoffentlich niemanden enttäuschen, versuchen unser Bestes zu geben und einfach am Ball zu bleiben. Ja.